Nein, er hatte 7/7. Der Idiot ist bis zum River mitgegangen und hatte nur wenig Hoffnung zu gewinnen, hat aber dann auf dem River Glück gehabt und gewann am Ende. Klar, dass ich nach so einem Buttbeat die nächsten paar Hände nicht optimal gespielt habe. Heißt, zu laufen ist natürlich, aber man muss es limitieren. Am besten ist es, wenn man einfach ein paar Hände aussetzt, bis man sich wieder abgeregt und gefangen hat. Eine weitere gute Methode, um sich von Bad Bärts wieder abzuregen, ist einfach an die Momente zu denken, als man selber blöd gespielt und Glück hatte und ein anderer deswegen einen Bad Beat hatte. Nach meinem Bad Beat von oben, dachte ich an eine Situation, in der ich sinnloserweise in einem Putt-Limit Omaha-Spiel Berlin gegangen bin. Ich. Gegner. Flop. Mein Gegner hatte die beste Hand, als er seine Chips in den Pot gab. Ich hatte Glück gehabt und bekam am Ende noch einen Flush und gewann einen großen Pot. An diesem Tag habe ich so viel Geld wie noch nie gewonnen. Wenn ich die Hand verloren hätte, hätte ich wahrscheinlich für den Tag aufgehört zu spielen. Solche Tage, an denen ich überdurchschnittlich Glück habe, helfen mir dabei, Tage, an denen ich Pech habe, zu überstehen. Was auch hilft, ist Musik hören. Die positive Stimmung, die ein Lied mit sich bringen kann, überträgt sich auch auf das eigene Spiel und wirkt entgegen den negativen Emotionen eines Bad Bärs. Ich empfehle auch, die CD zu wechseln, wenn man einen Bad Beat hatte. So lenkt man sich selbst etwas ab und konzentriert sich nicht mehr auf den Bad Beat. Viele Leute, inklusive mir, fluchen auch beim Pokerspielen. Ich habe festgestellt, dass mir Fluchen bei weitem nicht so viel hilft, wie ein positiver Gedanke oder ein positives Lied. Wenn man anfängt zu schreien und zu fluchen, wird man meistens nur noch wütender und kann sich schnell da reinsteigern. Deswegen sollte man, wenn man heiß läuft, eine Pause einlegen und etwas Positives tun oder denken. Nach einer kurzen Zeit, kann man sich dann meistens wieder besser konzentriert und spielen. Keep it simple. Wenn man beginnt, im Internet Poker zu spielen, fängt man meistens an, in den niedrigeren Limits zu spielen. Um diese Limits zu schlagen, muss man kein Pokerminister sein, sondern es reicht, wenn man einfach den schlechten Spielern überlegen zu sein. Um die guten Spieler in den höheren Limits schlagen zu können, muss man teilweise ziemliche Mühen auf sich nehmen. Die Spieler in den niedrigeren Limits zu schlagen ist dagegen sehr einfach. Wieso? Der Grund, wieso die niedrigeren Limits so einfach sind, ist der, dass dort niemand sich darum kümmert, was man macht. Jeder kümmert sich nur um seine eigenen zwei Karten und mehr nicht. Schlechte Spieler spielen ihr Platz so, wie sie es immer spielen, unabhängig davon, ob man im Pot ist oder nicht. Man ist für die anderen wie ein Geist. Wenn man solche Spiele schlagen will, dann braucht man eine solide Pokerstrategie, die langfristig erfolgreich ist. Spiele also konservativ, mach keine großartigen Bluffs, denn Anfänger kann man nicht bluffen, und setze aggressiv, wenn du denkst, dass du das beste Blatt hast. Benutze das Pot-Odds-Konzept, um bei Unsicherheit die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn es darum geht, diese Art von Spieler hereinzulegen, dann ist Slow-Playing eine gute Strategie. Schwache Spieler glauben sehr schnell, dass sie das beste Blatt haben. Wenn man das beste Blatt hat, dann schenke ihnen die Turnkarte und beginne danach aggressiv zu spielen. Diese Art Spieler zu bluffen ist aber sinnlos. Sie wollen immer wissen, was man hat, um herauszufinden, ob sie nicht doch vielleicht das beste Blatt hatten. Man sollte nicht glauben, dass man in den niedrigeren Limits Backend jemanden mit 2 Dollar Angst macht und zum Folden bekommt. Konzentriere und perfektioniere die Auswahl der Startblätter. Verlasse dich auf die Putt-Odds in schwierigen Situationen. Spiele aggressive, wenn du das beste Blatt hast. Und wende keine psychologischen Poker-Tricks an, denn das ist in den niedrigen Räumen wie Perlen vor die Säue werfen. Die Gegner werden es nicht kapieren, nicht darauf reagieren, und man wird am Ende den Schaden davon haben. Selbstständig nachdenken. Mir ist ein beunruhigender Trend in der Pokergemeinschaft aufgefallen. Es scheint so, als ob die Leute klare Vorschriften für ihr Pokerspiel geliefert bekommen wollen und nicht mehr selbstständig denken wollen.
Sie denken, es gäbe wie bei Blackjack nur eine optimale Strategie und die müsste man kennen und dann strikt durchziehen. Dies ist eine falsche Annahme. Jeden Ratschlag und Tipp, den man bekommt und liest, kann einem nur als Hilfestellung dienen, um dann in einer Situation sich daran orientieren zu können. Jede Entscheidung beim Pokern ist abhängig von der jeweiligen Situation, in der man sich befindet. Poker ist ein Spiel, in dem es um Menschen und Situationen geht. Es ist kein Spiel, bei dem es nur eine optimale Strategie gibt. Jeder gute Pokerspieler waffelt sein Spiel und macht seine Entscheidungen von der jeweiligen Situation abhängig. Pokerspieler, die nach einer bestimmten Strategie spielen und ihr Spiel nicht variieren, können leichter eingeschätzt werden und werden langfristig wahrscheinlich verlieren. Sie berücksichtigen nur ihre Strategie bei der Entscheidungsfindung und lassen viele weitere wichtige Faktoren weg. Jemanden beizubringen, in verschiedenen Situationen die jeweilige richtige Entscheidung zu treffen, ist schwer. Man muss ein Gefühl für bestimmte Situationen entwickeln, um dann zu wissen, was man zu tun hat. Dieses Gefühl oder die Fähigkeit, situativ die richtigen Entscheidungen treffen zu können, bekommt man nur durch Übung, Praxiserfahrung und durch Identifizierung der eigenen Fehler. Man muss sich überlegen, wie man in einer Situation hätte anders spielen können. Man muss versuchen, die anderen Spieler einschätzen zu lernen und sich immer überlegen, was der oder die Gegner haben könnten. Mit der Zeit kann man dann ein Gespür dafür entwickeln. Dabei sehr hilfreich ist die Handhistorie, also Aufzeichnungen der Blätter, die man gespielt hat. Mittlerweile kann man bei fast allen Pokerturnieren Einblick in seine Handhistorie bekommen. Bei allen Veranstaltern kann man sehr leicht und schnell eine gerade gespielte Hand aufrufen. Wenn man zum Beispiel gegen jemanden ein Blatt gespielt und gewonnen hat, der bis zum Schuss mitgegangen ist, dann kann man sich die Handhistorie anschauen und sehen, mit was der Gegner mitgegangen ist. So lernt man dann einen Spieler besser einschätzen. Wenn man Poker spielt, dann muss man sich und seinen Entscheidungen vertrauen. Versuche selbstständig zu denken. Man sollte sich nicht so viele Sorgen darum machen, wenn man mal gegen die Richtlinien verstößt, die man in einem Buch oder auf einer Website gelesen hat. Ein erfolgreicher Pokerspieler kombiniert sein Pokerwissen mit seinem situativen Einschätzungsvermögen. Die Verlierer denken nicht selbstständig und teilweise auch überhaupt nicht. Anfängerfehler. Fehlerraute 1, zu viele Blätter spielen. Wenn Leute sich an einen Pokertisch setzen, dann wollen sie oft einfach nur spielen. Das kann dann auch dazu führen, dass sie Blätter wie J4 spielen. Das ist ein klarer Fehler. Die Artikel auf unserer Website helfen euch hoffentlich dabei, eure Startblattselektion zu verbessern. Fehlerraute 2, über seiner Bankroll spielen. Eigentlich klar, was gemeint ist. Manchmal führt der Geld- und Glücksspielaspekt von Poker dazu, dass Leute in einem zu hohen Limit spielen. Sie sind zu gierig und wollen in einem Limit spielen, für das sie in Bezug auf ihre Bankroll und ihr Können noch nicht bereit sind. Am Anfang sollte man konsequent in einem niedrigen Limit spielen und das Spiel richtig lernen. Das heißt, man sollte erst dann in das nächst höhere Limit gehen, wenn man im niedrigeren Limit regelmäßig gewinnt und die Bankroll dazu hat. Fehlerraute 3, am Tisch zu emotional werden, Bad Bärz passieren. Pech, Tränen werden kommen und gehen. Blöde, störende Gegner gibt es immer. Man muss damit leben können und die Emotionen dürfen nicht das Beurteilungsvermögen und das eigene Spiel beeinflussen. Fehlerraute 4, nicht die Pat-Odds berechnen, wenn man noch kein gemachtes Blatt hat und auch